Hallo liebe Pferdefreunde, ich bin der Ralf Heil vom Birkenhof im schönen Rheingau und ich möchte euch jetzt mit meiner Frau, der Julia, und unserem schönen Araber-Pferdchen, dem Maidin, mal ein bisschen die 7 Konzepte vom Parelli Natural Horsemanship euch ein bisschen näher bringen. Konzept Nummer 2 ist, wie bewegen die Pferde sich untereinander. Eine Mutter zum Beispiel mit dem Fohlen, die Mutter nimmt die Zähne, knappt ein bisschen bestimmt in die Mähne und zieht das Fohlen rechts, links oder drückt das Fohlen mit dem Popo ein bisschen weg. Da sagen wir dazu, das nennt der Herr Parelli Porcupine, das Stachelschweinspiel. Das heißt, das Pferd wird mit einem physisch stetig ansteigenden Druck bewegt. Das machen die Pferde auch untereinander. Jetzt kommen wir zum Konzept Nummer 2. Wir reden sehr, sehr gerne von Konzepten oder auch von Spielen. Ne? Warum reden wir von Spielen? Weil der Mensch oft sagt, ich gehe zum Arbeiten. Ne? Wir wollen nicht mit dem Pferd arbeiten. Arbeiten hat so einen strengen Background, aber Spielen hat was Spielerisches. Und so sollten wir es auch sehen mit den Pferden, sehr spielerisch. Ne? Jetzt hast du ein bisschen Vertrauen aufgebaut, jetzt wird das Pferd auch schön neugierig. Ne? Stupst dich da an, fragt dich da, schnuffelt so ein bisschen. Ne? Und jetzt schauen wir mal, jetzt fangen wir an, wie kann ich das Pferd bewegen? Ne? Und es gibt 2 Möglichkeiten, wie ich ein Pferd bewegen kann. Einmal mit physisch stetig ansteigendem Druck. Da sagen wir in der Parelli-Welt, das ist das Porcupine, das Stachelschweinspiel. Ne? Ich baue ganz wenig Druck auf, ne? Und dann verdopple ich den Druck, verdopple den Druck und verdopple den Druck. Wir reden von den 4 Phasen der Bestimmtheit. Ich baue alle 3 bis 4 Sekunden, verdopple ich den Druck, baue den Druck auf und das Pferd ist dann praktisch herausgefordert, eine Lösung zu finden, dass es wieder Komfort bekommt. Ne? Und jetzt schauen wir mal, kannst du das Pferd mal nach rückwärts fragen, an der Nase vorne mit Porcupine? So. Genau. Sehr schön, das hast du gut gemacht, Julia. Erst ein Friendly geben, erst schön streicheln. Ne? Jetzt sagt mal die, nee, fass mich da nicht an. Ne? So, wir streicheln. Und jetzt fängst du an mit ganz, ganz wenig Druck. Du berührst nur die Haare. Jetzt berührst du die Haut. Dann berührst du... Und stopp und streicheln. Lass die Hand bitte dran. Weil wenn wir beim Porcupine die Hand, den Schenkel oder wenn wir reiten, die Gewichtsverlagerung, wenn wir den Druck, wenn wir den Hand, den Schenkel oder was wegnehmen, dann kann es passieren, dass das Pferd von der Hand flüchtet oder von dem Schenkel beziehungsweise dann eben weggeht, davon weicht. Das wollen wir nicht. So. Jetzt fragen wir wieder in den 4 Phasen der Bestimmtheit. Phase 1, verdopple den Druck, verdopple den Druck. Und Phase 4, ich drücke richtig die Knochen. Phase 4, 4, 4, 4. Der Adler. Und streicheln. Sehr gut. Die Phase 4 musst du dir vorstellen, Julia, das ist wie wenn ein anderes Pferd beißt oder tritt. Ne? Wenn das Alpha-Pferd sagt, du Martin, geh mal beiseite, ich will an den Futterautomat oder ich will zum Wasser, ne? Und der geht nicht, dann geht der Huf hoch, wackelt und dann patsch, gibt es einen Biss oder einen Tritt. Ne? Und das Gleiche machen wir letztendlich auch. Frag nochmal für 2, 3 Schritte nach hinten. Wieder kurz streicheln. Und wieder den Druck aufbauen, schön in Phasen, ja, und wieder streicheln und dann noch einmal. Mach jetzt mal so 4, 5 Mal hintereinander und dann hätte ich gern, dass du vielleicht mal was sagst, was du spürst, was du bemerkt hast. Jawohl,
Sehr gut. Manchmal sieht man ein bisschen Oppositionsreflex, dass das Pferd so ein bisschen dagegen denkt. Ah, besser. Jawohl, schön. Das war super. Ganz weich. Ganz weich, genau. Darf ich dir kurz was zeigen? Wenn Pferde mich da nicht so ranlassen, wenn er sagt, nee, 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 das geht mir auf den Keks, ne? Dann gibt es so, der Herr Parelli hat so ein schönes Sprüchlein, tu das Gegenteil von dem, was ein normaler Reiter tut. Ne? Wenn Pferde oft dann so unruhig und so, dann versucht der Reiter was zu tun? Ruhig zu sein. Ne? Was wir jetzt einfach mal machen, was du gleich mal probieren kannst, ich möchte dir das einfach mal direkt zeigen. Ne? Ich streichle ihn und will mal für nach hinten fragen. Ne? Mal gucken, wenn er jetzt drückt er dagegen. Jetzt kasper da. Jetzt kasper ich mit ihm. Ne? Jetzt stecke ich ihm den Daumen ins Nasenloch, didel, didel, dumm und da und so. Ne? Und jetzt mache ich so ein extreme friendly game mit ihm. Didel, 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 das Öhrchen, das Öhrchen. Jetzt gehe ich ihm schön auf den Senkel. Ne? Didel, 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 didel. Und jetzt werde ich wieder ganz ruhig und frage. Jetzt kaut er und schlägt er. So. Dankeschön. Jetzt hat er nicht mehr gemault, ne? Gell? Also ich versuche nicht gegen das Pferd, ich versuche nicht zu sagen, nein, 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 das darfst du nicht, sondern es hat Konsequenzen. Ich kann sagen, du willst rumalbern, ich auch. Mhm. Ne? Aber du alberst mehr rum, wie er will. Mhm. Okay? Ja, sehr, das war eine schöne Antwort und hat auch dabei das Auge schön geblinzelt. Sehr gut. Ne? Jetzt, wenn du so nett bist, kannst du mal die Hinterhand, die Vorhand verschieben. Ne? Wir wollen ja versuchen, wenn wir Alpha werden wollen übers Pferd, ne? Also dass wir, dass wir wirklich die Leitstute im wahrsten Sinne des Wortes werden möchten. Ne? Da muss ich das Pferd rückwärts schicken können, Hinterhand verschieben, so, sehr gut. Und streicheln zum Anhalten. Ja, da schnaubt er ab. Wunderbar. Sehr gut. Genau, die andere Seite malen, auch die Vorhand ein bisschen verschieben. Alles mit Porcupine. Porcupine ist das Konzept mit physisch stetig ansteigender Druck. Genau, jetzt ist er eben nach vorne gegangen und da kannst du da ein bisschen schütteln. Das hast du sehr gut gemacht. Da, jetzt mault er wieder rum. Genau. Da kannst du ein bisschen am Ohr ziehen, Daumen, Finger in die Körperöffnung reinstopfen. Ne? Das ist ja eine Spielwurst da, der Maidin. Ne? Das ist ein lustiger Vogel. Ne? Und jetzt kannst du wieder seriös und ruhig fragen. Ne? Kannst du die Vorhand einen Schritt... Ah, schön. Und streicheln zum Anhalten. Ja, ist das fein? Ist das fein? Zack, jawohl. Am Anfang ist so ein Schritt ganz gut. Ne? Nur versuch die Hand wirklich am Pferd zu lassen, dass du mit deiner Körpersprache, du änderst deine Einstellung. Ne? Stopp mal. So. Du hast jetzt die Einstellung des Freundlichseins. Geh noch mal hin zur Vorhand, sei so nett. Du bist jetzt freundlich und streichelst. Ne? Und bevor du jetzt fragst, dass er die Vorhand verschieben soll, bist du ganz entspannt. Jetzt hast du aber beide Beine genau, ein Bein stellt sich auf ein Bein. Du bist ganz gechillt. So, jetzt änderst du deine innere Haltung und sagst, Maidin, genau, ein bisschen Spannung in den Körper. Und jetzt fragst du ihn mit den Fingerspitzen, und einen Schritt und streichelst wieder zum Anhalten und änderst wieder deine Haltung in deinem Körper. Wunderbar. Das ist Körpersprache. Ne? Wir wollen so lernen, mit dem Pferd zu reden, wie sie untereinander reden. Die reden kein Englisch, kein Deutsch und kein... sondern reine Körpersprache. Sehr gut. Erlaub's ihm, wenn er möchte. Geh einen Schritt zurück, biet's ihm an. Das ist immer schön, wenn man das ihnen erlaubt. Ne? Gell? Fellpflege, das ist wunderbar. Wenn das ein Pferd in deiner Nähe macht, ne, dann weißt du was, dann ist das Vertrauenslevel sehr, sehr hoch. Ne?
Ja, der grunzt da wie ein Ferkelchen. Die Daniela hat dich die ganze Stunde geputzt, mein Hase. So. Brrr. Ja, genau. Bisschen dunkler. Gut. Dann lassen wir noch mal. So. Sehr schön. Parelli Natural Horsemanship heißt auch, dass wir die Grundbedürfnisse der Pferde immer versuchen zu befriedigen, wenn es irgendwie möglich ist. Ne? Wir haben jetzt... Es ist noch früh am Tag, das Mittagessen ist noch nicht fertig, wir haben alle Zeit der Welt. Und wenn jetzt Martin sagt, du, ich muss mal mich wälzen, ne? Das kann auch sein, dass das so ein bisschen, dass da Emotionen ein bisschen sich lösen, ein bisschen rauskommen. Ne? Und dann erlauben wir das, immer wenn es möglich ist. Wunderbar. Prima.